Die Eng lauern ob den Startschuss, die haben sich schon seit Stunden lang in der Weh. Beim Red Rock Trail geöffnet dieses Weekend nicht Männer wie ein halb Dutzend der Paaren an der auf fünf verschiedene Plätzen. Wir wollten uns durch die Leute die Region entdecken und haben gedacht, da muss man verschiedene Paare machen auf verschiedene Plätzen, damit wir auch accessible Distanzen kriegen für uns auch das Grand Public und dem Event Red Rock Challenge teilholen zu lassen. Meistens kommen Mountainbiker und Läufer ohne größere Probleme an den Schnee. Die Organisatoren hatten dafür gesorgt, dass Partizipanten vom Hike, vom Randtrail an dem Mountainbike Minets Industrie, Kultur und Natur konnten entdecken. Und interessant nach pittoresken Plätzen hat dem Parcours jedenfalls nicht gefehlt. Ich war noch nie hier an der Gegend über die Kuppe gelaufen. Ich war immens flott, um ein bisschen hier rundherum zu laufen. Ich habe gemerkt, Minets hier innen, also das... Das wird flach mehr, also ich kann nicht so, aus der Hochschule rüber ruf, kann ich auch Schmuldpassagen, das ist für mich, wo ich dann richtig wie Flipper kann, da rüber ruf laufen, also es war flott, ja, hat mir immens Spaß gemacht. Für die 350 Sportler wird der Rivier auf der selben Platz, nämlich bei der Rockhalle. Ein organisatorisch Schnupfen war enorm groß für das doch relativ kleine Zahl von Partizipanten. Aber es wird sich bestimmt darum schwätzen, wie flotte Parcours ist, aber für die zweite Edition muss Zöl da kräftig an die Luft klammern.